So schlägst du dein Umfeld garantiert in die Flucht. Das tägliche Miteinander braucht Regeln und Grenzen. Es gibt hier Normen, die jeder Mensch kennt und an die sich im Idealfall auch jeder Mensch hält. Einiges allerdings unterliegt Grauzonen, die unterschiedlich interpretiert werden können. Was eine Person als unhöflich, aufdringlich und indiskret erlebt, kommt einer anderen gar nicht verdächtig vor. Die Rede ist von unserem Verhalten. Es spricht Bände über unseren Charakter und zeigt unseren Mitmenschen im Handumdrehen, wer hier vor ihnen steht. Wie so oft im Leben sprechen unsere Taten eine deutlichere Sprache als unsere Worte. Wenn du bei anderen in Zukunft einen besseren Eindruck hinterlassen möchtest, hätten wir hier ein paar gesellschaftliche No-Gos zusammengestellt, die du besser bleiben lassen solltest. Nummer 1. Eifersucht macht hässlich. Ein todsicherer Giftpfeil für jede zwischenmenschliche Beziehung ist die Eifersucht. Das ewige Mutmaßen und Verdächtigen kann nicht nur Partnerinnen und Partner in die Flucht schlagen, sondern wirkt sich auf jeden Bereich des Zusammenseins negativ aus. Innerhalb der Familie, unter Geschwistern und Freunden oder auch am Arbeitsplatz haben Neid und Missgunst nur eine einzige Wirkung. Sie stoßen uns ab und lassen uns diesen Menschen, der sich ständig zu kurz gekommen und betrogen fühlt, großräumig umfahren wie eine Radarfalle. Eifersucht ist ein deutliches Zeichen von Schwäche und einem unterdurchschnittlich ausgeprägten Selbstwertgefühl. Die Mitmenschen hingegen spüren nur die tonnenschwere Last, gegen einen unbegründeten Wahn anzukämpfen, dem mit Logik und vernünftigen Argumenten nicht beizukommen ist. Nummer 2. Du lässt andere nicht ausreden. Die Basis für alles Zwischenmenschliche ist die Kommunikation. Im Gespräch kommen wir einander näher, entdecken Gemeinsamkeiten und können auf diesen aufbauen. Im Idealfall entsteht so ein Dialog, zu dem beide Seiten etwas beitragen dürfen. Hier punkten vor allem die aktiven Zuhörer mit Sympathie, weil wir uns von ihrem Interesse und ihrer wertschätzenden Art sofort angenommen fühlen. Anders bei Menschen, die andere nicht einmal ihre Sätze zu Ende bringen lassen. Wer seinen Gesprächspartnern ständig ins Wort fällt, beweist damit nicht nur schlechte Manieren. Er missgönnt seinem Gegenüber den nötigen Respekt und überschreitet somit eine unsichtbare Grenze. Wenn wir anderen das Wort verbieten möchten, fühlen wir uns ihnen überlegen und degradieren sie auf diese Weise. Solche Menschen mag niemand und man wird auch ihnen in Zukunft aus dem Weg gehen. Nummer 3. Deine Anhänglichkeit kennt keine Grenzen. Fast so schlimm wie Ignoranz und kalte Distanziertheit ist das genaue Gegenteil davon. Extreme Anhänglichkeit, die keine Privatsphäre und keine persönlichen Grenzen kennt oder respektiert, ist eine der Todesursachen Nummer 1 von Beziehungen und Freundschaften. Kein Mensch schätzt es, wenn ein anderer wie eine Klette an ihm hängt oder ihn ständig mit Textnachrichten und Anrufen bombardiert. Wir nehmen unseren Mitmenschen so nicht nur sprichwörtlich die Luft zum Atmen, sondern jeden letzten Rest von Freiraum. Partnerschaften und Freundschaften brauchen diesen aber, um darin wachsen zu können. Auf Schritt und Tritt mit falsch verstandener Liebe oder demonstrativer Hilflosigkeit verfolgt zu werden, grenzt an Psychofolter. Jeder Mensch hat das Recht auf seine Privatsphäre und niemand, auch nicht unsere Liebsten, haben das Recht, uns diese streitig zu machen. Nummer 4. Du bist ständig am Nörgeln und Jammern. Die armen Opfer und chronisch Leidenden sind das personifizierte Grauen, was Sozialkontakte betrifft. Hier lauern die Energievampire und Mitleidsuchenden, die konstant unglücklichen und ewigen Desperados, die ihre negative Weltanschauung unbedingt loswerden müssen. Fast genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, sind die hauptberuflichen Pessimisten und Kritiker, die alles schwarz sehen und ins Negative ziehen müssen. Wer nur Klagelieder oder Schimpftiraden von sich gibt,
im Selbstmitleid badet oder an der Welt kein gutes Haar lassen kann, ist kein angenehmer Zeitgenosse. Solche Menschen erscheinen uns nicht nur anstrengend, sie wirken auch verzweifelt und mitleiderregend. Dagegen spricht an sich nichts, aber attraktiv geht eindeutig anders. Nummer 5. Dein Aussehen steht zu sehr im Vordergrund. Das äußere Erscheinungsbild eines Menschen spielt eine höchst interessante Rolle, wenn es um Sympathie und Attraktivität geht. Ein gepflegtes Auftreten ist sicher hilfreich. Wer aber zu viel Wert darauf legt, provoziert den gegenteiligen Effekt. Frauen, die sich hinter zentimeterdicken Make-up verstecken müssen und Männer, die kein Haar auf ihrem Kopf dem Zufall überlassen, signalisieren ihrem Umfeld so einiges. Authentizität gehört aber nicht dazu. Wir vermuten sofort, dass diese Menschen etwas kaschieren und verbergen möchten. Unsere Intuition täuschen sie damit jedenfalls nicht. Sie blickt hinter die Fassade und mahnt uns lieber zur Vorsicht, was diese perfekt in Szene gesetzten menschlichen Hüllen betrifft. Erschwerend hinzu kommt häufig, dass diese Personen kaum ein anderes Thema kennen als ihr Äußeres oder das ihrer Mitmenschen. In ihrem Universum dreht sich alles nur um Körperkult, Selbstoptimierung und teure Mittel und Wege der Wartung und Instandhaltung. Nummer 6. Du liebst es zu prahlen. Niemand mag Angeber. Niemand. Es besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen einem gesunden Selbstvertrauen und Stolz auf die eigenen Fähigkeiten und einem Leben als notorischer Selbstdarsteller. Prahlerei ist mit Abstand einer der unattraktivsten Wesenszüge überhaupt. Er gibt anderen Menschen sofort das Gefühl, minderwertig und erfolglos zu sein, auch wenn die Angeber das vielleicht bewusst gar nicht so meinen. Mit dem Prahlen geht sehr viel Subtext einher, den nicht nur sensible Mitmenschen entziffern können. Außerdem kommt es natürlich auch darauf an, womit man meint, andere beeindrucken zu müssen. Den eigenen Wohlstand oder das privilegierte Leben und gute Aussehen Personen unter die Nase zu reiben, die ganz offensichtlich nichts von alledem besitzen, ist toxisch und nicht nur unsensibel. Mit Erfolg darf man durchaus angeben, schließlich hat man etwas dafür geleistet. Doch auch hier machen der Ton und die Lautstärke im Endeffekt die Musik. Das Umfeld merkt es immer, ob man nur ehrlich stolz auf das Erreichte ist oder ob man ihm die eigenen Niederlagen damit eindrücklich vor Augen führen möchte. Nummer 7. Du bleibst zu sehr auf Distanz. Das Gegenteil von desperatem Klammern ist die kalte Schulter. Hier gibt es viele Grauzonen und kaum zwei Menschen, die dasselbe Verständnis von Nähe und Distanz pflegen. Die Gründe dafür, lieber auf Abstand zu bleiben, sind vielfältig und zahlreich. Schlechte Erfahrungen, Unsicherheit, Traumata oder das Bedürfnis, sich ausreichend Freiraum zu sichern, sind nur einige davon. Häufig wird Distanz mit Arroganz gleichgesetzt. Manche Menschen machen es ihrem Umfeld sehr schwer, sie besser kennenzulernen. In der Folge erlischt schnell das Interesse daran und wir stufen diese Zeitgenossen dann als uninteressant oder wenig attraktiv ein. Wer sich mit dem Zulassen von Nähe schwer tut, wird aber wohl oder übel über seinen Schatten springen müssen, wenn er gesellschaftliche Kontakte sucht. Partnerschaften, Freundschaften oder kollegiale Verhältnisse leben vom Miteinander und das setzt nun einmal ein gewisses Mindestmaß an Nähe voraus. Unser heutiges Fazit: immer schön verträglich bleiben. Ein höfliches Auftreten, ein paar freundliche Worte und das Wahren des allgemeinen Anstands kosten nichts. Sie sind aber die Türöffner zur Welt da draußen, die Teamplayer eindeutig bevorzugt. Miesepeter und schwierige Individuen, Klammeraffen und menschliche Eisberge werden sich hingegen schwer tun, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. All die genannten Eigenschaften machen nämlich nicht nur unattraktiv, sie machen uns in weiterer Folge einsam.
Der gemeinsame Nenner dabei sind immer wir. Und wir sind auch die einzigen Menschen, die daran etwas ändern können. Im Zweifelsfall uns selbst. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.